and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lethal Company. Heute wieder mit allen, wie immer. Machen wir denn jetzt mit Walkie-Talkies oder ohne? Weiß ja, mit. Ja, dann alle eins ausstatten. Ja, hab ich. Aber ich finde, das ist doch, wenn wir in einer Gruppe sind, das lohnt sich doch gar nicht. Das reicht doch wirklich. Es müsste halt einer hier bleiben. Also ich kann auch hier bleiben und ein bisschen gucken. Und im Zweifel soll ich euch dann porten, wenn einer in Gefahr ist? Also ja, direkt porten? Ja, das können wir auch machen. Dann nimmt jeder eins von uns mit. Ja, dann würde ich das nachvollziehen können. Aber doch, wenn wir zwei Zweierteams reingehen, dann wären dann nur zwei. Nee, bei zwei Zweierteams würde ich nicht mit Walkie-Talkies reingehen, sondern nur, ja, wenn einer hier bleibt. Okay. Ja. Also beim Moon sind wir schon, Christian, ne? Ich guck gerade jetzt schon einen Radar. Dann bring uns mal zu einem Eclipse-Mond. Wir haben jetzt ja das Spiel verstanden. Ich würde jetzt landen. Ja. Ja, lande. Ich bin der Einzige mit der Schaufel. Ihr seid ja alle auf 100% beim Walkie-Talkie. Ja. Aber man kann, ich weiß nicht, wer hat das hier gemacht, Jay? Du kannst immer nur einen verfolgen, oder? Du gibst hier in den Terminal Switch Monitor, View Monitor ein. Ja, und dann genau. Kannst du Switch und dann unsere Namen. Ich weiß nicht, wie viel das du davon eingeben musst. Bei mir reicht, glaube ich, Jay. Hey, du kannst doch hier einfach den Knopf drücken mit E. Switch Camera. Hey, Jungs. Was bin das? Einfach, ja, einfach den weißen Knopf drücken. Oh mein Gott, Alter, ich habe das alles am Monitor gemacht. Oh Gott, das ist ja mega cool. Am Terminal. Und ich glaube, wenn du da ausgewählt hast, den kannst du dann mit unserem neuen Teleporter zurück zum Schiff holen, wenn man den roten Button drückt. Zu slayen. Wo kann man das denn wechseln? Auf den weißen Knopf, links neben dem Monitor. Habt ihr die Bienen getötet? Ist ja der Shit. Gar nicht. Oder kann man die nicht töten? Also hier vorne, das sieht aus wie, was man looten kann bei den Bienen. Ja, lass die looten. Oh Gott! Ah! Oh Gott. Oh Gott, richtig Schaden! Oh mein Gott! Die jagen mich! Die jagen mich! Alter. Die jagen mich! Aua! Aua! Mama! Aua, 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 aua! Die jagen mich! Jay ist noch unterwegs. Alles gut. Ich hab schon Schaden gekriegt. Ich glaube, ich bin schon richtig rot. Ich bin rot. Ja, sorry. Sollen wir tauschen? Oh mein Gott. Ich bin noch fresh. Ich glaube, Jay ist tot. Ey, warte. Wenn du Schaden hast, zieh mal hier den Anzug um. Nee, hat nicht geklappt. Also ich bin immer noch rot. Ich weiß es nicht. Der rennt ums Schiff rum. Ah! Guck mal, Teleporter funktioniert. Ja, nice. Okay, kommen die Bienen jetzt alle hier rein und ficken uns. Ich bin leider immer noch rot. Ja, komm, lass mal. Alter! Ja, wobei ich streame, ne? Der ist auch nicht gut. Wir sind am Arsch. Ah, nee, jetzt! Der ist die Bienen hier reingeholt. Alter, die sind direkt vor unserem Spawn. Die sind direkt hier um die Ecke. Okay, einer muss rennen. Wir müssen rennen und dann raus. Viel Spaß. Und dann mit Abstand. Ja, nichts mit Abstand. Lauf! Und seid ihr gerannt? Hallo? Wo ist denn geradeaus? Hallo? Geht's denn hier so rum? Ich hab so viel Panik gehabt. Ich glaube, ich hab's irgendwo fallen gelassen. Aber ich musste mal zurück. Was ist fallen gelassen? Ich seh dich auf dem Monitor. Ach, scheiße. Ich hab das Walkie-Talkie vergessen. Aber Sepp sucht euch gerade. Habe ich das fallen lassen? Jay sucht noch sein Walkie-Talkie, was er hat fallen lassen. Over. Ich glaube, ich habe das wirklich. Ich glaube, ich habe das wirklich fallen lassen. Nicht an. Hallo, jetzt habe ich. Jetzt habe ich es an. Walkie-Talkie an. Geht ja nur darum, dass wir Christian hören. Darum geht es ja nur. Okay, ich monitore Sepp. Over. Okay, aber ich kann den Monitor, das Walkie-Talkie doch ausmachen, ne? Nee, dann hörst du den ja nicht mehr. Voll, hält das so lange? Ja, dafür ist das ganze Ding ja da, Alter. Okay, Freunde drin. Ja. Ihr seid noch nicht da, ihr seid in der Sackgasse, aber da ist eine Tür, die ist rot. Wenn ihr da durchgehen würdet, sehe ich ein Geschütz. Wo? Rote Tür. Weiß ich nicht. Hier ist eine Mine. Alter, ich bin schon voll. Mine? Fuck, ich bin schon voll. Oh Gott, die hat gepiept. See you. Ja. Ja, da ist eine Mine. Hilfe! Hey Jay, hier vorne rechts ist eine Mine. Okay, ich gucke Jay zu.
Da ist eine Mine. Okay, du möchtest gerne sterben. Das ist okay für mich. Ja, man kann daran vorbei. Pass auf. Ich guck mal, ob ich daran vorbei crouchen kann. Ja, okay, try. Kannst du die deaktivieren oder sowas über den Monitor? Sehr Christian? Achso, guck mal, ob Christian. Christian, kannst du die Mine deaktivieren? Wie meinen das? Ja, keine Ahnung. Warte mal, hier steht was von C7, T1 und I1 und T2. Hat funktioniert. Aus, ich glaube, du kannst jetzt auch kommen. Bring mal das Walkie-Talkie mit. Ist das was Cooles da? Weiß ich nicht, hier ist noch Weg. Wir gehen an der Mine vorbei. Hier sind noch mehr Landminen. Was denn, hier sind noch mehr Landminen? Hast du Walkie-Talkie von mir? Dann kann ich das auch nochmal benutzen. Danke. Ja, ja. I'm back! J-Boy, ist noch nichts auf dem Monitor zu sehen, Oma. Aber siehst du Landminen auf dem Monitor? Leider nicht. Ich sehe nix! Jay? Oh, du hast das gemacht. Du hast das ausgemacht, nice. Kann ich die selbst wenn du dich umdrehst, da ist ein Gang. Ja, die Richtung ist gut. Warte auf, jetzt guck mal rechts. Kann man eine Landmine irgendwie entschärfen, Over? Ich hab keine Ahnung, Over. Hier ist nix. Jay, da hinten ist was. Hallo. Sepp geradeaus weiter und dann links. Da könnte eine Tür sein, da wird mir sowas wie Licht abgezogen. Hier auch? Oh, wusste nicht. Also einer. Ja, ja, ich sehe Licht. Rübergelaufen, Pat. Oh. Ich hab Strom gefunden. Ja, mach mal an. Nee, ich kann Strom aus. Ich kann Strom ausmachen. Auf dem Boden. Ich hab Angst, dass ich da drauf trete. Aber leuchten die nicht? Ja, die piepen alle 20 Sekunden. Also hier ist die Batterie, die kann ich da rausnehmen, dann ist überall Licht aus, ne? Das finde ich nicht so geil. Also, Jay, wir bräuchten erstmal Licht. Was? Was sagst du, Chris? Hier kommt jetzt in den Bereich, da stehen so rote Sachen, also nicht im Sinne von bewegt sich, also da steht so G3 in Rot. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Over. Ist ja nichts, Jay. Deshalb kannst du bei mir mal gucken, was hier ist. Kannst du das? Nur Licht, ich sehe da nicht mehr. Secure Door can be accessed from Terminal. Hey Leute, könnt ihr zu mir kommen? Geh mal auf den Monitor, Chris, und guck mal, ob du da irgendwie was arbeiten kannst. Ich hab bei mir ein Exit und ein Cash Register. Ich bin aber schon voll. Ja, wo bist du, Sepp? Da wo wir vorhin waren, bei der Haus. Wo wir vorhin waren, bei der Mine, meinst du? Ja. Also an der Mine vorbei? Ja, weiter hinten durch. Also an der Mine vorbei und dann geradeaus. Hier, der Link. Ja, ich höre dich, Sepp, oder? Hör ich dich, Sepp? Du bist halt zu weit, oder? Nee, glaube ich nicht. Sag mal ohne, ohne Walkie-Talkie. Geh mal zurück, ja. Du musst zurück. So, ich höre dich doch super nah, Alter. Ah, da ist ein Also hier auf dem Ding ist noch angeblich ein Wert von 1500. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich das vom Schiff aus machen kann. Over. Ich hab Spenden gefunden. Jay, vor dir ist ein roter, nicht bewegender Punkt auf der Map. Ja, das ist eine Spinne. Jay? Ich hab ein Problem. Jay, darf ich... Jay, kommt jetzt wieder. Gib mal die Türen auf!
Dankeschön. Holy shit. Das war mir zu knapp. Leute, wenn ich teleportiert werde, ist mein Walkie-Talkie weg. Ach, du lässt dein Inventar wahrscheinlich fallen, damit du nicht einfach dein Zeug safen kannst. Oh, das ist schon sehr dunkel draußen. Hm. Freunde, wir haben ein ganz großes Problem ich höre hier ein großes Monster am Raumschiff. Wow. Es ist mittlerweile auch sehr dunkel draußen. Das Problem ist, ich habe Jay zurückteleportiert wegen der Spinne, aber ja, du verlierst dann alles, was du in der Hand oder im Inventar hast. Mega. Hier draußen läuft so ein T-Rex rum, der ist direkt am Schiff. Ablassen. Der ist direkt am Schiff. Wie machen wir das jetzt? Ich kann hier leider auch nicht viel mehr mitnehmen. Also selbst der Fire Exit ist scheiße, ich bin hier am... Freunde, wir haben ein Problem. Wir müssen hier weg. Sollen wir euch porten und dann Abflug 50 machen? 50 Sekunden, 50%, 40%. Okay, ja, also dann verlieren wir aber halt alles, aber whatever. 30%. Ja, okay. Ja, ich porte jetzt, Jay. 20%. Cooldown, 10%. 2, 1. Ich komme nicht an dem Tiefen vorbei. Es ist unterm Schiff. Warte, es ist unterm Schiff. Ich probier was. Okay. Ich hab schon gestartet. Ich hab gestartet. Achso, okay. Okay. Was willst du denn probieren? Ich wollte den Beehive haben. Was? Sich bekämpfen? Ah. Weiß ich nicht, wollte den haben. Oh, Scheiße. Waren wir zu lange drin? Ja, also es ist schon echt spät gewesen, glaube ich. Alter, ich waren überall Spinnen und irgendwelche Viecher, ne? Alter, da war richtig viel Geld und wir waren da gerade am Exit. Da waren 1500 waren da. Das Problem ist, der Dino ist halt direkt am Schiff wieder gewesen. Und ich weiß, wenn Nacht ist, ne? Ich weiß, da stehen halt diese Nachrichten für den Türen, dass du das vom Terminal aus machen kannst, aber ich weiß einfach nicht mit welchem Befehl. Okay. Du kannst, aber das Terminal ist das Ding hier, ne? Ja, ich weiß, aber mit welchem Befehl ist denn Türen öffnen? Also auch unter Other steht da nichts. Verstehe. Blöde andere Frage. Wie sieht Christian, welche Uhrzeit wir haben, damit er uns sagen kann, boah, Leute, jetzt zurück. So, das weiß ich gerade nicht. Aber wann wollt ihr denn zurück? Vielleicht gibst du einfach die Nummer ein, die da steht. Keine Ahnung, C1 und dann machst du Enter. Einfach nur im Hauptmenü so C1? Ja, wenn du kannst ja View Monitor machen. Deshalb habe ich ja vorhin auch die ganze gemacht, nicht diesen anderen zu nutzen. Wir müssen halt testen, genau. Wenn wir gelandet sind. Jetzt können wir es halt nicht. Ja, wenn die gleich, wenn gleich nochmal so rote Dinger sind, mache ich das mal. Ich dachte, ihr hattet doch selber gesagt, ihr könnt doch die Türen öffnen, hattet ihr doch gesagt. Ja. Dachte ich. Aber keiner weiß wie. Ja, probieren wir gleich einfach aus. Ihr hattet das schon vorher gesehen, Probieren wir gleich einfach aus. Du kannst ja gleich mal testen. Ist ja okay. Aber mir war gerade wichtiger, alle zu safen. Safe, wir wären ja draufgegangen, also das war ja dieses Fall. Böse. Also Jay wäre an den Spinnen gestorben und ihr wärt nicht mehr ins Schiff gekommen. Oh ja. Ja, dann lass mal den gleichen Mond normal probieren und Christian, ich glaube, immer wenn du rausgehst aus dem Schiff, dann steht dann siehst du die Uhrzeit, ne? Aber dann muss ich halt, dann verlasse ich den Monitor halt. Ja, aber ist ja okay. Nicht schlimm. Besser als wir verrecken da alle. Ja gut, ich habe kein Walkie-Talkie mehr, ne? Aber wann wollt ihr denn zurückkommen? Ja, stimmt. Ja, dann macht's ja keinen Sinn, dass ich hier drin bleibe. Ja, stimmt. Wir gehen jetzt einfach looten. Zweier Teams Abfahrt. Wobei, du könntest halt Leute einfach porten, wenn knapp wird, ne? Ja, aber gut, wenn wir jetzt nicht schaffen, dann sind wir eh tot, weil two days also left. Also gleicher Planet nochmal. Ja, würde ich sagen. Also der Planet ist schon okay, aber... Dann ab die Post. Aber wieso? Also das ist immer viel zu wenig Zeit, ey. Also direkt auch los, Leute. Direkt auch los. In welche Richtung musst du denn nochmal? So super viel. Vorne links, glaube ich, oder? Ja, hier in die Richtung. So hinten. Hinten links, ja. Das ist so belastend. Da war richtig viel Shit, ey. Was ist Kürbis? Siehst du den nicht? Richtiger Kürbis war da. Ja. Ist doch immer Kürbis, oder? Ja, voll geil. Kürbis ist lecker. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie an mit irgendwas, aber der Teleporter hat jetzt auf jeden Fall schon mal unseren Arsch gerettet. Du musst also mit zwei Stöcken und zwei Steinen kannst du eine Hedge bauen.
Okay, links. I go left. Ich hab einen Nokia C64 gefunden. Nice. Liegt am Eingang. Moment, wo ist mein anderes Team? Wo ist der Rest? Peter? Wo ist Peter hin? Da, Alter, ey. Hat er so lange gebraucht. Ja, der ist runter. Entschuldigung. Okay, links. Hier gehen wir erstmal hier lang. Ist hier unten noch was? Einmal diese Dinger. Key. Ende. Und nix. Und wieder Tür. Naja, da steht C7 und so. Ja, das könnte man natürlich mal probieren. Soll ich die mal aufmachen gehen? Why not, ja. Du kannst ja vorher oben gucken gehen. Ich gehe schon mal zum Schiff. Ja. Das wart aber hier. Ja? Ich glaube, da können wir zurück. Also hier ist halt Strom. Aber... Weiß nicht, mit Strom kriegen wir, glaube ich, nichts gerissen. Ich habe immer noch nicht verstanden, was das bringt, den auszumachen. Also, auf der, wobei, letztes Mal war da ein Geschütz. Vielleicht macht man das damit aus. Ja, also oder Türen. Türen also oder. Ich bin nicht hingekommen, aber ich glaube, damit hätte man vielleicht das Geschütz ausgeschaltet. Ja. Dave versucht jetzt mal eine Tür zu öffnen. Da steht C7 drauf. Und guck mal, ob er das was hinbekommt. Ah, ja. Oder wir hätten okay. Da hinten auch Licht ausmachen können, aber. Okay, Jay ist da. Habt ihr recht schon, Peter? Ja, da ist nix. View Monitor. Switch C7. Selbst zu finden. Jay hat die Tür aufgekriegt. Nice, Jay. Hier ist ein Key. Oh, hat er wieder zugemacht. Die Tür ist wieder zugegangen. Ich bin auf. Ich sehe überhaupt nichts. Aber hier in der Sackgasse? Wieder so eine Valve. Oh mein Gott, also hier sieht man wirklich wieder gar nichts. Gott, ein komplett Secure Blind. Door, Jay hat's aufgemacht. Alter, nein, hier ist Licht. Ja, okay, da ist kein Licht da vorne. Oh, hier ist was zum Springen. Oben ist Bier. Und ein Serverraum ist hier oben. Bei mir hier oben, Peter, ist noch was. Bist du hier? Ja, ich glaube, ich verlaufen. Warte mal, folge mal meiner Stimme. Okay, hier ist auch wieder hier, so hier, Peter. Tür. Christian, oben ist noch mehr Loot. Ich muss eine Tür öffnen. Du konntest mit dem Schlüssel eine Tür öffnen? Ja, hier von außen dann links. Bist du noch hinten im Dunkeln? Hast du gerade gesehen? Hier! Warte, ich sehe dich aber nicht. Achso, ich sehe dich nicht, weil da dunkel ist. Also ich bin voll. Ja, okay, das ist natürlich auch gut. Aber wäre nice, wenn wir den Notausgang hier finden, damit ich darüber raus kann und nicht den ganzen puren Weg wieder zurück muss. Ist ja einfach nix. Ja, ist nix. Aber hinten hab ich jetzt den Schlüssel investiert? Ja, gut. Mal gewinnt man, mal gewinnen die anderen. Ich habe da hinten aber noch Loot gefunden bei mir. Ja, okay, dann folge ich dir. Hier rechts und dann hoch. Hier hoch. Okay. Da ist ein Serverraum und ein. Eine Tür. Hairbrush. Let's go. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo der Exit ist. Auf der anderen Seite war halt auch noch was. Ja, hier ist Fire Exit. Hier ist Fire Exit. Und oh, nice. Und Flaschen. Und Flaschen. Dann bring ich mich eben weg und komm wieder, okay? Okidoki. Auf der anderen Seite war aber auch noch was. What the fuck? Was passiert denn hier gerade? Dann geh ich auch. Also Sepp. Da ist irgendeine Scheiße passiert, gerade drin. Da stand Hazard-Level, oder was war das? Ich dachte, das wäre hier draußen gewesen. Meinst du, man kann hier rüber gehen? Ja, kann man. Also. Dann lass mal einmal zurückbringen. Ich habe auch zwei Sachen. Nein! Fuck, ich hab den Sprung geschafft!
Da ist der Eingang, lol. Nein, ich bin einfach nur zu weit gelaufen. Jay, da läuft was durch deine Kamera. Jay, guck mal nach rechts. Springen wir nicht so einfach, was ist los? Achso, da war das Problem. Ja, wenn wir hier gerade ausgehen, dann kommen wir zum Schiff. Eigentlich müssen. Da ist das Schiff. So, wie kommen wir jetzt hier runter? Da vorne auf den Berg springen wahrscheinlich, ne? Auf den Berg und über den Berg zum anderen Berg und dann. Oder. Pass auf deine Ausdauer auf. Ich hatte gerade das Problem, dass ich keine Ausdauer mehr hatte und deshalb nicht springen konnte. Ja. Ja, wir haben auch gleich schon 17 Uhr. Ja, ich glaube. Wann ist scheiße? Weiß ich auch nicht. Wie kommen wir hier runter, Alter? Auf der Seite hier so. Aua, Beine gebrochen! Okay, ich bin wieder ganz unten. Was? Ich bin unten. Damage gekriegt, aber bin unten. Fuck, wo geht's denn zurück? Ich habe nicht mal Damage gekriegt. Ich glaube dann hier, zurück, hier und dann rechts. Boah, Alter, wir sind glaube ich wieder im Kreis gelaufen. Da oben ist der Exit. Da ist der Schiff ist hier, rechts. Das Schiff ist hier. Ja, jetzt mit Noon, ne? Also Mond, ich würde jetzt vielleicht doch nicht mehr zurück. Nee, auf keinen Fall, Alter. Wir haben gleich 18 Uhr. Pass auf, ihr Monster überall. Lauft! Wir sollen leise sein, Sam. Wir sollen leise sein. Vorsicht, direkt vor dir. Direkt vorne, direkt vorne, direkt vor euch. Alter, wir sind am Arsch. Oh mein Gott, er hat mich gesehen! Er tötet mich! Alter. Ich bin tot. Ist der tot? Ich glaube schon. Okay. Wir checken. Also, willst du leise sein? Ich töte mich! Ja. Hilfe! Ich hab die ganze Zeit schon Monster auf mich. Lass weggehen. Christian ist leider tot, glaube ich. Den habe ich. Ach, scheiße. Konnte ich da nicht vernünftig monitoren. Ja, dann lass abhauen. Ich habe euch eingesperrt, weil ein Monster vor eurer Tür war. Oh mein Gott. Falls ihr das gemerkt habt. Ich habe genau zum letzten Zeitpunkt habe ich das gemacht. Da wart ihr irgendwie eingeschlossen und musstet irgendwo anders raus. Das war leider nicht anders möglich. Und dann habe ich nicht mehr geschafft, da alle zu monitoren, leider. Jetzt portet ihr uns. Ja, aber ich versuche schnell selbst zu teleportieren, aber geht glaube ich nicht. Schade. Also die Leiche. Also ich muss leider sagen, das mit den Türen aufmachen hat 1A funktioniert. Ich habe die Batterie genommen, bin dann Richtung Ausgang und dann habe ich Schritte hinter mir gehört, bin gerannt und habe den Sprung geschafft und dann verkackt. Deswegen bin ich nach unten gefallen. Aber du hättest mal versuchen können, mich zu porten. Ich weiß nicht, ob das geht, aber die sagen die ganze Zeit, du kannst die Leichen porten. Bisher hat das aber noch nicht geklappt. Das wusste ich nicht. Okay, das wusste ich nicht, dass man das kann. Also ab 17 Uhr müssen wir quasi schon zurück sein, weil 18 Uhr scheint wohl der Giga viel schon da. Wenn man ruhig ist, wenn du ruhig bist, einen Body haben wir gekriegt. Alter, das Ding ist auf mich zugelaufen. Wir hatten gerade scheinbar nur einen. Was soll ich denn dann machen? Soll ich mich dann hinsetzen? Schrei doch nicht immer so. Wir hatten gerade quasi nur einen Body. Also scheinbar habt ihr Sepp geportet. Ja, habe ich am Ende noch kurz versucht, das stimmt. Ja? Okay. Aber der Chat sagt, wir mussten nur einmal payen. Ja, okay. Das ist doch super. Ja, dann hat das auch kurzfristig funktioniert, weil das habe ich noch schnell versucht. Ich habe das aber nicht mitbekommen. Dann sind wir bisschen was haben wir ja. Bisschen also, Bier haben wir. Ich kann nur von meiner Erfahrung sagen, damit kann jetzt jeder anfangen, was er will, ohne dass ich jemanden kritisieren kann. Wenn ich die Fresse halte, ist das viel von mir nicht, hat sich das nicht für mich interessiert, ist wieder weggelaufen. Ich habe halt im Chat gelesen, Jonathan. Nein, das habe ich gerade mitbekommen, weil ich hier die ganze Zeit im scheiß Monitor war und die ganze Zeit Viecher um mich herum liefen. Und da hat der Chat das nicht mitbekommen, weil die woanders waren. Ja, aber er tut jetzt so, als wenn... Nein, das ist halt Quatsch, was du erzählst. Okay. Wie kann der Chat das sehen, wenn Peter in der Butze ist, in dem Haus? Da hat der Chat das nicht geschrieben und gesagt. Alles gut. Das ist wieder eine miese Unterstellung von dir. Ist ja okay. Bei dem Riesending einfach nur ruhig sein. Generell ist, glaube ich, ruhig sein... Genau, generell ist ruhig sein wahrscheinlich gegen Viecher gar nicht so verkehrt. Aber ruhig sein im Sinne von nicht reden oder langsam laufen? Das weiß ich nicht. Ob man nicht rennen darf oder ob man auch einfach nur nicht reden darf. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ihr habt viel gefunden. Ich glaube, wir hätten noch viel mehr finden können. Da, wo ich war, war noch echt ganz gut Zeug. Aber diesen Sprung ins Dunkle, boah, schwierig. Gehen wir wieder zusammen rein, oder was? Ja. Wir sind ja...
quasi wieder am Walkie-Talkie gibt es ja leider zügig, nicht. Wir müssen zügig zurück, weil... Alter, das ist so kurz. Wir waren so schnell eigentlich unterwegs. Krass. Ja, aber die Zeit vergeht halt sehr schnell. Also... Ja, wenn du halt nur 13 Minuten Zeit hast, bis dunkel ist. Frage ist, sollte wieder jemand zu Hause bleiben, alleine für die Türen? Die Türen waren halt echt geil. Also, ich glaube, ich mache die Türen, ich supporte euch wieder. Bleibt zu Hause. Das hat Jay echt gut gemacht. Ja. Der hat uns sogar geschützt, indem er eine Tür geschlossen hat, weil ein Monster auf der anderen Seite bei uns war. Weil Fieder war, ja. Ja, okay, das ist nice. True. Aber du musst da wirklich durchrushen quasi. Ja, da darfst du ja wieder nicht. Oh, da ist direkt der Teleport am Start, Junge. Ja, und eine Glocke. Zack, ich hab schon zwei Sachen. Rushen darfst du ja halt eben auch wieder. Okay, hier ist ein Geschütz auf der einen Seite. Das ist nicht gut. Hier ist noch eine Tür. Soll ich schon mal hupen? Nein. Mein Gott, ey. Hier ist direkt so ein Lager. Rush. Nice. Da ist richtig viel Blut, ey. Das war's, glaube ich. Ja. Okay, ich muss die Türen zumachen. Scheiße! Ich muss Peter teleportieren. Es ist wieder aus. Oh Gott! Also, ich bin jetzt schon voll. Alter, das war so anstrengend gerade, dich zu retten, ey. Ich hab erst das Ding disabled und dann war der Tür zugemacht, hat er erzählt. Das war richtig heftig. Aber versuche doch nochmal. Ja, ich renn nochmal also, los. Also, das war die übelste Sache. Ich schick mal mit die anderen. Ja, Warten. Danke für die Rettung. Wait, aber Jay ist doch. Ich weiß nicht, wo Peter hingegangen ist. Ach so. Echt? Peter, nicht, da ist ein Geschützturm. Ah. Ah, Crap, 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 Vieh! Ah! Noch nicht direkt. Komm. Digga. Alter, da war wieder so ein Vieh, ne? Ja, ich weiß. Ah, okay. Aber hier ist ein Vieh, ja? Ja, aber das ist da so drin. So eine kleine, wie so eine Zecke. Also mit ja, der Schaufel, die kann ich die schon mal mit der Schaufel umgehauen. Ja, die kann ich auch ein, zweimal, aber die ist direkt hinterm Haupteingang. Ja, ich guck mal, ne? Ich meine, mein Leben hast ist nicht so viel wert, ich hab nix. Okay. Ich hab auch nur einen Kamm, also das ist jetzt auch nicht die Welt. Ich hab auch. Gucken wir vielleicht erst nochmal links rum, ne? Hier haben die Jungs wahrscheinlich schon alles leer gelootet. Too real. Mein Leben ist nichts wert, too real. Naja, hier ist glaube ich schon durchgelootet. Na gut. Aber gut, die Jungs collecten gerade gut die Brushes. Das heißt, ich gehe nochmal in die Dunkelheit dann. Kettle 48er Wert, auch sehr gut. Da werde ich ja direkt wieder wegteleportiert. Ja, ist halt blöd. Also ich sag mal, wenn er mich nur einmal gehauen hätte, wäre ich halt auch wieder tot gewesen. Ey, ja, willkommen zurück. Es war knapp. Ich war kurz davor, dich zu teleportieren. Ich hab ja, alles nur. Ich hab dafür noch den Kampf für 20 geholt. Du hast Peter letztens richtig gesagt. Ja, ich hab musste Peter einmal teleportieren und Sachen ausmachen. Das war, Peter wäre sonst tot. Ach krass. Wann da? Eine wilde Nummer. Monster plus... Oh, Peter, teleportieren! Kann man den nochmal teleportieren? Aber, ey, direkt werde ich ja wieder wegteleportieren. Ja, Alter, da kam Monster wieder hin, du hast keine Waffe. Ja, das war, glaube ich, diese kleine Wanze, die ihr schon mal weggehauen habt. Das ist auch so ein kleiner Punkt nur. Gibt auch größere Punkte. Ja, war das falsch? Hätte ich da nicht tun sollen, ich hatte Angst um dein Leben. Können wir über die Pipeline in den Exit rein, in den Seiteneingang? Theoretisch können wir dann auch eine Zeit lachen. Weil...
das reicht noch nicht. Weil Haupteingang geht ja nicht, wir müssen an der Seite rein, oder? Ja, das Ding ist aber weiter weggegangen vom Haupteingang, wir könnten es versuchen. Also ich versuch mal den Seiteneingang. Falls ihr fehlschlagt. Krieg ich das hin? Achso, du... Hä? Ah, darüber... Ja, ich weiß es nicht. Man muss irgendwie auf die Pipeline ja drauf kommen. Ich weiß nicht, wie man... Wir müssen hier auf den Stein drauf. Oder da hinten auf den anderen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist nur ein Exit. Das ist ja auch in der Sache sozusagen. Aua. Ja, ne, irgendwann haben wir das mal hingekriegt mit einem Steinchen. Irgendwann aber hier auf der Map dann da leuchtet nicht. Was blau. Peter wurde wegteleportiert. Achso. Warte mal, wenn Peter wegteleportiert. Oh, oh. Ich höre was. Christian! Tschüssi! Was? Ist hier so ein Riesen-Gigavieh? Ja! Es war richtig groß! Ich hab keine Ahnung! Das war ein riesiges Vieh! Und Christian rennt aber auch ganz schön schnell. Das war eine ganz wilde Nummer, also das war richtig, richtig groß. Wo kam das denn her? Ich hab keine Ahnung, ich musste handeln. Was okay, was machen denn? Wir denn jetzt? Sind wir jetzt tot? Ja, wir schaffen jetzt keinen Run mehr. Das ist, wir müssen nee, jetzt. Das ist halt auch schon 3 Uhr draußen. Ja, deswegen, wir müssen jetzt dann wegbringen. Und draußen ist schon so ein Gigavieh? Was soll das? Vielleicht reicht das ja. Ja, letztes Mal hat das ja auch nicht korrekt angezeigt. Also lass mal starten und dahin fliegen. In der Hoffnung, ja, wir haben ja eh keine Wahl mehr. Ja, wir oh Mann, ey. Nö, nö. Tut, tut! Mann. Ich hab gesagt, ich hab den nicht verstanden. Mann. Wir haben alle überlebt! Woo! Ja! Wir haben nichts geschafft! Doch, 193, guck mal, das war richtig erfolgreich! Ich sag euch, ey, ich war am Schwitzen, ey. Da war die Szene. Vor allem, du musst halt, also dieses. Oh. Du musst halt immer dieses Switch-Monitor so richtig alt eingeben und du musst halt dieses, das ist schon im Ganzen, das ist schon, da fühle ich mich wild, wie in so meiner Kommandozentrale hier, ey. Schon witzig. Nur, wir haben keinen Tag mehr, dann hast du mir gefragt, können wir unser Geld, ja, was wir im Terminal haben, verkaufen? Ich habe schon eingestellt, dass wir jetzt zu dem Mond fliegen. Ja, müssen wir, wir haben ja keine Wahl. 372 schaffen wir doch nie. Ja, mehr als versuchen können wir nicht. Können wir nicht irgendwie aus dem Terminal was kaufen und dann auch verkaufen? Ich glaube, der Verkaufswert wird immer unter dem Kaufswert liegen. Ja, aber dann haben wir halt wenigstens eine noch... Sache mit dem dann hätten wir, ja, nee, aber das Geld aus dem Terminal wird auch gar nicht gezählt zu unserem Quota, oder nicht? Ah, da hast du absolut recht. Oder wird das irgendwie kombiniert vielleicht? I don't know. Weiß ich nicht. Ich glaube, mehr haben wir nicht, oder? Und dann, ja, oh Leute, nicht. Was ist das? Okay, das sind nur 200. Das sind nur 237. Ja, lass da erstmal das verkaufen. Ne, Linda, ja, Walkie Talkie mal lieber mit. Erstmal. Ah, wir haben nichts mehr wenn hier. Wenn das liegt, dann liegt das bei dem Kunden. Schade. Er hat keine Lust mehr. Ich verstehe das. Oh, der hat immer noch nicht geholt. Was soll das hier? Nimm mal mit! Weil es zu wenig ist vielleicht? Nee, wenn er Menschen snackt, dann nimmt er die Sachen nicht noch mit. Ah, jetzt. So, jetzt machen wir... 363. Uns fehlt 20? Das ist ein Problem. Warte mal. Können wir uns irgendwie... Also mir hat da jemand getwitchert. Dass man Leichen verkaufen kann. Peter? Warte. Echt? Wie kann ich mich nicht, töten? Nicht wegfliegen. Ich bin auch gerade am überlegen. Ich will mich irgendwo runterstürzen. Da einfach die Leiter hier in der Luke. Ja, stimmt. Und dann kannst du mal Luke gucken, ob du meine Leiche vertickern kannst. Tschüss. Ja, okay. Tschüss. Aber du stirbst nicht direkt beim ersten Mal, du musst nochmal. Ja, ich brauche einen zweiten Versuch. Okay, wir uns jedes Mittel recht. Warte mal, könnt ihr, aber meine Leiche ist doch, Moment. Ey, lass ja, die können wir ja teleportieren, ja, dann vielleicht. Ja, aber vielleicht doch nicht. Und da liegt meine Leiche da unten und ihr könnt die nicht tragen. Ja, aber wie willst du dann das machen? Weil du kannst die keine Leiter runtertragen. Du kannst ja, halt sonst irgendwo runterspringen, ne? Und ist er tot? Okay. Oder kann man an sowas nicht sterben? Ein Fallschaden doch bestimmt.
okay, ja, vielleicht auch nicht. Fallschaden sterben. Ich springe einfach ins Wasser. Sepp, teleportier mich! Woo! Okay. Aber das ging doch bei Jay auch nicht, weil der im Wasser war. Hä? Haben wir das schon probiert bei Jay? Und welchen Knopf muss ich drücken für ihn? Ich muss auf Peter switchen hier. Auf was kann ich jetzt switchen? Auf dem weißen Knopf hier neben dem switchen. Und dann machst du hier das Glas auf. Genau. Peter? Ich meine, also bei Jay ging das safe nicht. Okay, bei Jay ging es nicht. Warum können wir. Ich dachte, das wir wollen die Leiche kaufen. Also. Versuch nochmal Jay zu TP'en. Ja, Jay geht auch nicht. Okay, pass auf. Wie kann ich mich hier killen? Hab ich schon zweimal. Du musst richtig, richtig Geld geben. Also hier, das sind so normale Sprünge, da geht das nicht. Das Einzige, was wir versuchen können, ist tatsächlich nochmal, dass du meine Leiche teleportierst, wenn ich hier runterfalle. Weil woanders kann ich, glaube ich, nicht... Warte mal, kannst du... Nee, schlagen können wir auch nicht. Und runter geht's. Digga, ich sterb einfach nicht da dran. Ich bin einfach komplett rot jetzt. Warte mal. Critical Injury! Gleich haben wir's! Alter, wie oft kann das Licht sehen? Ich kann das Licht sehen! Tschüss! Jetzt ist er tot. So. Sepp, mach mal. Aber die Server sind bei mir offline. Ich versuch's. Ich versuch wenigstens. Du kannst mich nicht tragen und klettern. Oder? Ja, schade, Sepp. Klein Pins voll. Jetzt schmeiß mich nicht ins Wasser! Okay. Die Bestattung ist noch eine schönere Sache. Ja. Ja, aber da musst du erst für eingeäschert werden, sonst darfst du das einfach nicht. Einfach zu schwer. Einfach zu schwer, kann ich Christian teleporten. So, ich hab dir gezeigt, wie das geht, ne? Weißer Knopf. Jo, nice. Und dann. Ja, sollte klappen. Vielleicht. Ja, kommt. Ja! Ja! Christian kann mal teleporten. Okay. Jetzt verkauf mich! Christian, du musst jetzt das Rest. Ich muss 10 geben. Das auch mal gemacht, ey. Wie viel habe ich denn jetzt wert, dass ich ihm den geschenkt habe? Geh da weg, Sepp. Sepp, geh weiter weg. Ey, musst du ein paar Mal drücken, oder? Oh ich glaube auch. Oh, Sepp strengt sich gerade richtig an. Ja, der will dich verkacken. Das wäre schon so witzig, ne? Ja? Okay, bing, bing. Bitte, bitte, friss Sepp. Nein. Kauf mich doch. Was ist los hier? Ich muss das sehen. Oh, Gott, hab ich mich erschrocken. Ach, schade. Ja, da kommt was. Oh, ich glaube, wenn du nochmal drückst. Abstand. Ja, wenn du nochmal drückst, die Tentakel haben schon. Haben sich schon. Dachlich? Da. Ja, ist weg. Okay. Gab ich jetzt Geld oder nicht? Fünf. Du brauchst reichlich. Zwei Leichen, das gibt es nicht! Ich will mich ja selber opfern, aber. Oh! Wir haben 5 zu wenig. Okay, ja, das ist war. Ist da nicht irgendwann im Schrank? Irgendwann im Schrank? Freunde? Mal gucken, ob wir weiter hinüberstehen werden, aber ich glaube nicht. Wir brauchen... Das war so close. Das war wirklich leider close. Ich hätte mich nicht... Ja, und auch deinetwegen. Ja, ich muss ja die Taste drücken. Ja, vier reicht sogar nicht. Nur. Also eine vier Leiche hätte gereicht. Eine Leiche hätte gereicht. Hier bleibe ich safe. Ich glaube, das ist ein Game Over. Ihr seid tot. Tschüss. Ich bin hier safe. Ich krieg den Oh Gott. Ja, schade. Naja. Naja, das war mal wieder eine Folge Lethal Company. Es war knapp und es hat Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein.